So, wir sind wieder da und jetzt hört man mich auch wieder komplett. Was sehr schön ist. Hoffe ich zumindest. Ich bin noch immer etwas krank, am Kränkeln, aber ich möchte das Ganze fertig machen, bevor ich in den Urlaub fahre. So. Also ins Euphorium. Prophetin. Ja? Das soll auch meiner verstehen. Muss ich jetzt hier weiter? Ne, das ist Sonnentempel. Habt ihr es schon gehört? Angeblich ist eine Gesandte des Zuckerinselbundes gerade hier. Und das trotz der Kriege. Diese Kilenen haben Mut. Das muss man ihnen lassen. Ich muss hier außen hoch. Das ist doch alles Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Ich muss... Aber doch mal sehen. Hallo? Nein. Mal fast zum Gruß. Bin was ich wollt ihr? Irgendwie doof? Wer seid ihr? Oder weshalb? Wie komme ich da zu dem hin? Nach da ganz oben. Naja. Hier geht's nach draußen, aber ich möchte nach da. Na, ja, dann mache ich erstmal das. Irgendwie unter mir. Schreitet wohl. Sie hat einfach noch nicht erkannt, dass der Kerl Gift für sie ist. Naja. Komm, gut. Dann gehen wir jetzt hier rum. Mal gucken, was jetzt hier der Fall ist. Das Wunderkind. Wie schön. Komm. Man merkt, dass das Spiel nicht wirklich gut optimiert ist. Das ist leider schade. Aber ist halt so. Ist leider wirklich so. Stimmt, wir können direkt durch die Kaserne nach unten. Und hier wieder raus ins Kasernenviertel. Und am Kasernenviertel ist da auch irgendwo der Friedhof.
Hä? Hier unten. Ah, da. Schreitet wohl. Mach ich. Ihr seid Fremdländer, was? Ihr hättet euch keinen besseren. Und so schließt sich der Kreis. Auch die tapferen drei Seelen, die wir heute betrauern. Sie gaben ihr Leben für eine rechte Sache. Es ergibt für das alles höhere keinen Sinn. Und deshalb werden sie auf den ewigen Pfaden wandeln. Ich kann's immer noch nicht glauben, dass dieser Koarek einfach so mit seinen Schiffen in den Arker Hafen segeln konnte. Magistra Jaela, Hüterin des dritten Siegels und der Archive. Ich kann's immer noch nicht glauben, dass dieser Koarek einfach so mit seinen Schiffen in den Arker Hafen segeln konnte. Boah. Ich kann's immer noch nicht glauben, dass dieser Koarek einfach so mit seinen Schiffen in den Arker Hafen segeln konnte. Hüterin, ihr... Malphas ist tot, hört ihr? Tot, abgekratzt, verreckt. Ein toller Gott, der sterben kann, was? Ein großartiger Gott. Schafft sie davon. Ihr verschließt die Augen, aber das ist die Wahrheit. Ich kann's immer noch nicht glauben, dass dieser Koarek einfach so mit seinen Schiffen in den Arker Hafen segeln konnte. Macht weiter. Aber... Macht weiter. Magistra Jaela, Hüterin des dritten Siegels und der Archive. Stahlron Weidensang, Hüter des ersten Siegels. Liam Lichtmann, Novize. Möge der Herr heute eure Seelen empfangen und euch die Ewigkeit schenken. Okay. Wow. Bitte geht weiter. Klar, dass das irgendwie optional war. Komm mal nach oben mit mir. Ich hätte vielleicht ein paar Punkte in Ausdauer stecken sollen. Ich weiß nicht, werde ich dann auch dadurch mehr tragen können? Das wäre natürlich ziemlich geil gewesen. Ob das jetzt vorher wusste. Könnte aber auch noch ein bisschen was tragen. Ein bisschen was verkaufen natürlich. Meine ich doch. Aber wir müssen von der anderen Seite da ran. Okay. Verdammt, wie sollen wir da hochkommen? Das ist doch alles Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Also hier kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Hier geht's nach... Ah, hier geht's nach draußen, in den Sonnentempel. Das wollte ich doch jetzt nicht... Ist noch Geld. Gut.
Ach, guck doch mal einer an. Hier geht's nach oben. Schön, schön. Prophetin. Hallo? Was? Wisst ihr, ich kenne die Truchessa besser, als ihr vielleicht glaubt. Und ich weiß, was sich hinter ihrem unberührbaren Auftreten verbirgt. Nämlich Angst, nicht anerkannt zu werden. Oder etwas zu verlieren, was ihr wichtig ist. Bei Natara ist das der Orden. Ihr wisst das vermutlich nicht, aber Natara ist lediglich belesenen Pfades. Sie hat sich ihren Weg freigekämpft und hat es dabei nicht nur zu einem Wächter des Siegels geschafft, sondern sogar ganz an die Spitze. Oh ja. Ja, und sie hasst Wandel. Deshalb glaubt sie, eure Aufnahme oder die Hilfe von Narazuls alten Magiern zerstört das, was sie groß gemacht hat. Sie denkt, die Gefangenschaft hat mich zu einem Narren gemacht, der nur seinen Willen durchsetzen will. Dabei begreift sie nicht, dass mir das, was die letzten Monde passiert ist, genauso nahe geht wie ihr. Und dass es mir 100-mal lieber wäre, ihren Rückhalt zu haben, als dieses alberne Gestreite. Könnt ihr euch das nicht denken? Jeder braucht Rückendeckung. Aber wisst ihr, wir Menschen sind den Tieren so viel ähnlicher, als manch einer uns glauben lassen will. Wir sind wie Wölfe. Und jedes Wolfsrudel braucht auch einen Anführer. Jemand, der an der Spitze steht und die harten Entscheidungen trifft. Und dieser jemand bin ich. Ich habe es mir nicht ausgesucht, aber ich muss mein Bestes geben. Wenn meine Entschlossenheit bröckelt, dann fällt auch der Mut der anderen zusammen. Aber all dem zum Trotz bereue ich keine meiner Entscheidungen. Hätte ich eine Chance, würde ich sie genauso nochmal treffen. Gut, gut. Schön zu wissen. Dann gehen wir jetzt mal in unsere Quartiere und schlafen bis zum Sonnenaufgang. Ah, es war das Falsche. Manchmal verläuft man sich aber auch ziemlich leicht hier drin. So, willkommen zurück. Schreitet wohl. Humata Aquina. Aquina. Das sind auch wirklich so Namen, die man nicht wirklich aussprechen kann. So. Hier müssen die Quartiere sein, oder? Ja, einmal Quartiere. Dann wieder alles, was wir verkaufen können, verkaufen. Am Morgen. Zack. Das müsste reichen, dass die unten aufhaben. Mit ihrem Blick und zitternder Hand, mit brüchiger Stimme. Zum Sonnentempel. Ah, Ladezeit hin. Ich liebe es.